Leute und herzlichen Willkommen zurück zu einer neuen Folge Microsoft Flight Simulator. Mal gucken, was heute auf uns erwarten wird. Wir werden hier wieder durch die Lüfte fliegen und werden wieder diese Mission erfüllen. Ist das schon eingerichtet? Schon eingerichtet, also du kannst im Grunde losfliegen. Mal gucken, wie das nochmal funktioniert. Oh Gott, ich glaube, wir kommen nicht weit. Oh Junge. Okay, Landeklappen. Okay, habe ich erfüllt. Ja. Ah, zum Durchdrehen. Ah. Jesus Maria, Mutter Gottes. Okay. Das wird interessant heute. Wir starten übrigens in unserer Heimat-City in Hamm. Und ach, wirklich, oder? Wir fliegen ungefähr nach Saarbrücken. Über ist Saarbrücken. Das unser Landeplatz? Ja. Ey, jetzt flieg ich. Ich will mal kurz über meine Schuhe. Nein, nein. Machen wir aber irgendwann. Irgendwann mach ich das for fun. Geht mal lieber ab, wie das geht. Also, ui. Ja. Pilot, good flight. Steil. Also, geht auch nicht mal schnell hoch. Okay, jetzt hat er es, glaube ich. Rennen. Lala. Ja, nicht so, so wild. Ja, Flugzeug. Stopp! Well, you've landed. We'll send maintenance to check the gear after you park. Contact ground for your parking assignment, then shut down your engine. Wie weit haben wir kommen da über weit? Ja, du musst ja irgendwie jetzt gucken, wo du langfliegen kannst. Ich, oder der beschleunigt mich. Er ist gestrandet auf. Was nun? Auf einer Düne? Ich glaube immer noch nicht irgendwie. Rück A. Ich hab das Flugzeug gestartet. Ja, wie kommt man nochmal hoch in die. Oder wie kommt man nochmal zurück? Mit. Das ist gar nicht mehr. Wie geht das nochmal? Irgendwo konnte man nochmal zurück oder so. Ich weiß es nur nicht. Keine Ahnung, aber das sieht nicht gut aus. Oh nein! Irgendwie RT und so war das. Warte mal, stopp mal. Geh doch mal da in das Hauptmenü. Ja, ich. Ja, du drückst irgendwas wieder. Warte mal. Neustart. Neustarten, ja. Echo Delta Lima Hotel, Traffic Cessna Alpha Sierra. Wir sind immer ansatzweise weit gekommen. Stopp. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob da Neofly alles im grünen Bereich ist. Nee, wir brauchen noch 20 IBS. Machen voll hier und dann so ja, 85 und dann reicht das. Ja, jetzt ist da voll. Dann ja. Okay, dann würde ich sagen, let's go auf ein neues. Rein da. Diesmal vielleicht leicht. Okay? Nicht so steil. Der dritte nach hinten. Nix Ahnung. Der reicht schon, nicht steil. Das war nice. Bon voyage, Air Crew. We hope genau, to see you again so bleiben. Rechts? Ganz leicht, aber nur. Oder nach links, wie auch immer. Ganz. Nein, nach rechts. Genau so. So sieht es doch wunderbar aus, oder? Ganz leicht. Du brauchst einen. Nee, eine gefühlvolle Hand. Ja, wie nennt man ich das? Ich will ein Düsenjet haben. In dem ja, das war aber erstmal richtig spannend. Ja. Düsenjet ist unser Ziel. Da kommen wir ganz schnell, da können wir über alle Berge fliegen.
Wovon träumst du eigentlich nachts? Keine Ahnung. Okay, also wir starten mit Kapital von 5000 Mäusen. Wenn wir das hier schaffen, haben wir 11.000 mehr, also dann haben wir 16.000. Wie viele Kilometer sind? Nanometer in 161,27 Stunden. Du, das ist gar nicht so leicht. Ich bin mir erstmal wieder an diese Steuerung hier gewöhnt. Ja, natürlich. Denk dran, gerne auch Außenperspektive. Dann sehen wir nämlich schön die Landschaft. Ansonsten hast du ja nicht viele Ansichtsmöglichkeiten. Übrigens gab es ein neues Update. Hallo Lisa. Übrigens gab es ein neues Update von Microsoft Flight Simulator. Und das musste ich vorher auch erstmal aktivieren. Ehes Update. Ich glaube, die haben wieder was geändert an eine Landschaft. Wie bitte? Ja. Aber jetzt ein schöneres. Aber ich weiß halt nicht wie oder wo. Oftmals ändern die auch einfach nur irgendwo etwas Bestimmtes an der Landschaft. Das ist genau die. Ja, müssen wir mal gucken, ob du gerade geradeaus fliegst. Die Erde, die sieht ja auch zwar flach aus, ist es aber auch nicht. Ja, ja, das stimmt. Weil man sieht ja im Grunde, ja, eigentlich nur, dass es gerade ist, ne? Ich weiß, hier ist es ein bisschen eng, also wir können es auch nochmal verraten. Also natürlich hier, wir haben schon ein schönes Logo im Hintergrund bei uns, ne, mit so einem schönen Flugzeug. Und ich bin mal gespannt, wann hinter uns die Klappe fällt, wenn der Kurze nämlich hier mit seinen Verrenkungen die Leinwand, den Greenscreen weghaut. Und dann sieht man nur einen Baum fallen und mein ganzes Zimmer und Hilfe und Mord und Totschlag und... Ich stich ihn ab hier! Also, ja. Ach so ist das. Ja, ich hab hier einen. Ich sitze hier ungünstig. Ich hab hier so einen Sitz. Oh, da hinten, genau in unsere Richtung. Auch wieder ein bisschen. Ging noch frisch aus. Ja, also da kommen wir natürlich nicht drum rum über diese kleinen Regenwolken da, aber. Mal schauen. Ist nur klein. Aber irgendwie sieht es danach nicht aus, da rechts. Da sieht es schlimmer aus. Soll ich mal da reinfliegen? Nein, wir fliegen. Um unsere Kohle zu kriegen, schön geradeaus. Oh ja, aber da sieht es wirklich so räudig aus. Das sieht so aus, als würde das zu uns kommen. Das, ja, aber ich glaube, das zieht so ein bisschen... Ah ja, okay, doch, stimmt. Von den Wolken her schaut es so aus, ob es zu uns kommt. Aber wir fliegen natürlich auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Die Sonne sieht aber im Spiel viel anders aus als im... Nicht, wenn du genau reinschaust. Dann ist das durchaus ähnlich. Aber natürlich, durch den Bildschirm sieht das anders aus. Man soll ja auch nicht reinschauen. Ne? Ja. Jetzt gehen wir kurz an Bord, weil ich glaube, hier regnet es, oder? Nice. Oder ist das einfach nur Nebel? Oh, steht Hahn. Hahn? Hey, jetzt nicht mehr. Was steht da? Ah, der Bildschirmcursor, das sind nur wieder diese Hilfedinger. Weil wir auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad machen, ne? Können wir auf den Haken? Nein. Weil du dann wahrscheinlich noch nicht mal den Himmel erreichst. Oder die Flughöhe. Ja, dass du dann wahrscheinlich nicht mal dein Flugzeug hochkriegst, sondern dass dein Flugzeug
vom nächstbesten Haus ist. Zerschellt und explodiert und brennt und. Ja, dann hast du eine Grillparty. Können wir mal ausprobieren. Ja. Wenn ich so mache. Hab ich keinen. Also so soll die eben perfekt eigentlich sein. Kann eigentlich auch auf die rechte Seite nicht. Nein, was aktiviere ich hier? Was ist das? Was? Das. Das Punkt da. Nein, das ist nur dein Knopf, wo du hinguckst. Ja, guck mal, immer wenn ich das drücke, guck mal. Oh. Oh! Ah, dann ist das der Punkt, wo du dich umsetzen guck kannst. Guck mal, jetzt bewegt sich ja, das. Genau. Jetzt bewegt sich dieser Punkt da. Okay. Jetzt bin ich auf der Seite. Okay. Tja. Okay. Dann entspanne ich mich mal hier. Sind wir jetzt einfach mal Engländer, oder? Engländer, genau. Recht? Genau. Wir sind einfach mal Engländer. Das machen wir schon. Und wie sitzen die Franzosen? Mit dem Hintern im Gebüsch, oder? Ja, komm. Ja, genau. Komm. Alles klar. Nice. Haben noch Sprit. Ach so, Vogel haben 77%. Passt ja, oder? Ja. Ist das Wiese oder ist das Straße? Es müsste eine Straße sein. Ja, ist das eine Mine. Wollen wir es mal rausfinden? Ja. So. Ah, okay, Wiese. Aber die Wiese sieht eigentlich ganz gut aus. Du hast hier anflugs von okay. Links oder von rechts. Also ich würde dir raten, vielleicht von hier von der Stadt zu kommen, hier okay. Möglichst tief runter zu gehen. Dann hier drauf, weil hier hast du ein bisschen mehr Auslauf. Ja, genau. Nicht viel, aber. Oder das rum. Entscheide du die. Jetzt glaube ich 50-50. Na, ich glaube ich 50-50. Hab ich doch gesagt. Ja, schon gesagt. Was sagt man? Das war frech. Ist mein Sohn, zu dem darf ich frech sein. Ja, das habe ich auch. Nein, das bist du schon oft genug. So, können wir doch jetzt noch mal rein, wo Blitze fliegen. Ja, sieht noch Regen aus, nach wie vor. Aber noch sind wir nicht durch Regen geflogen. Also es überrascht mich ja ein bisschen. Jetzt, nachdem die das Wetter vorhergesagt haben. Ey, setz dich links hin, ey. Das ist ja furchtbar, wie du rechts sitzt. Das ist so ungewohnt. Ja, woher soll ich das wissen? Ich weiß das nicht, das du hast den Steuerknopf. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, was weiß ich, drück Knöpfe. Welche Knöpfe dann? Drück Knöpfe, aber nicht so, dass du absteigst. Das ist die Lenkung. Ja, das ist die Lenkung. Hast du irgendwie da drauf gedrückt? Ah. Nee, Du hast drauf gedrückt. Und dann. Hä? Nee? Hä? Was machst du? Gott. Nein. Hat das? Nein. Hat er nicht. Ah, jetzt. Ach, wow. Er hat's hingekriegt. Ich versuch's auch so nicht. Musst du aber nicht, weil du hinter eh so einen Bogen fliegen musst. Diese Linie, Justin, die führt dich genau auf den, geradeaus auf den Flughafen zu. Und dann musst du in den Bogen fliegen. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, wenn du ein bisschen seitlich fliegst. Und außerdem, was du jetzt machst, das kostet halt Zeit und wir müssen halt um Punkt 19 Uhr fertig sein. Weil dann gibt's lecker Bratkartoffeln mit Leberkäse.
Und Spiegelei? Glaub für dich schon. Ich habe glaube ich nichts bestellt, aber ich glaube für dich gibt's, hat der Opa schon was gemacht. Ich habe Hunger. Genau. Ja, jetzt schon, ne? Ja. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass wir möglichst schnell zum Ziel kommen und sonst, dann. Weil da gibt's das Essen dann. Genau, da gibt's dann das Essen. Also hast du schon ein Restaurant gemietet? Ja. Schön. Also noch sind wir nicht gestorben, Fox Delta, aber wir sind am Start gestorben. Also da ist das Flugzeug schon gesunken. Also wir haben schon einen Restart machen müssen. Aber nicht lang. Zum Glück war das nur am Start, wenn wir jetzt hier wären. Ja, oder genau, dann heißt nochmal, also Fracht kaputt gehen kann ich. Wir haben einen Typ dabei, der kann nur sterben. Aber ich sehe jetzt nicht so weit um weit hin. Hey, yeah. Stell dir einen vor. Also stopp, Moment mal. Das wäre cool, wenn die das in im nächsten Flugsimulator. Ja, du vergisst aber eins. Dieses Spiel ist eigentlich entworfen worden für Einzelspieler. Das heißt, du bist im Grunde immer alleine. Dieses Neofly, was wir ja verwenden, was ja das hier ist, das ist ja ein extra Programm. Ja. Weißt du? Und dieses Programm, das signalisiert ja nicht, dass du da irgendwen dabei hast. Ne? Also, wir können auch mal gucken, wo du bist. Da. Wo bist du? Ein bisschen neben der Linie, aber das ist natürlich wurscht. Ne? Aber cool wär's. Oder cool wär's, wenn es so ein Programm würden könnte und man das einstellen könnte. Ne? Hier, Justin, Fox Delta schreibt Fracht, Typ gleich Leiche. Ja, so ungefähr. Also, wir haben den Typen schon vorher umgebracht, deswegen ist auch keiner mehr dabei. Also, der ist schon Gemüse und ja. Oh. Ja, schauen wir mal. Ja, das war jetzt meine Maus, weil der Übergang so ein bisschen wieder war. Zwischen Maus und Controller. Irgendwie habe ich jetzt schon Hunger. Weil ich es dir gesagt habe. Ja. Leberkäse mit Bratkartoffeln. Genau, da ist ja unser Essen noch an. Genau, da ist unser Essen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Am Flugplatz St. Avold. Ich weiß aber nicht, ob man Avold auch richtig so ausspricht oder Avold oder Volt. Keine Ahnung. Es wäre toll, wenn es bei manchen ist. Du käfen ein S voran. An so langer Flug. Das heißt, weißt du, was echt cool wäre? Wenn man noch so eine Figur hat, wo man laufen kann, oder? Wenn man selbst. Ach, wenn man selbst einsteigen könnte, wa? Das geht sogar. Ein Spiel, habe ich mal gesehen. Das geht sogar. Ein Spiel habe ich mal gesehen, das geht wirklich sogar, dass du wirklich im Flugzeug einsteigen kannst. Ja, aber ich glaube. Ich glaube, dass. Also einfach gerade. Nee, das stimmt schon. 129.675 Cessna X-Ray Golf Sierra. Approach Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 3400 feet. Aber irgendwann sind wir nicht mehr so ein. Da fahren wir nicht mehr so auf diesem. Fessner darum. Genau. Da fahren wir da mit anderen Flugzeugen rum, die vielleicht besser sind oder und. Genau. Und. Weißt du, was ich ja wirklich mal machen würde, gerne? Über die Wüste fliegen. Über die Wüste, über die Wüste fliegen in der Sahara oder auch Himalaya. Das wäre gut. Cool. Himalaya? Die Wüste und das Himalaya einmal. Okay. Vielleicht kriegen wir das ja hier noch hin. Jetzt fliegen wir aber erstmal hier nach unten. Nach Saarbrücken. Also wir bleiben noch in Deutschland. Und dann wird's beim nächsten Mal, weiß ja nicht, wie es bei dir morgen ausschaut oder so. Vielleicht, aber ich muss halt auch noch Folgen daraus machen. Das ist, ich muss das gucken. Ich muss ja jetzt auch noch das Formel 1 rennen, muss ich auch noch machen von gestern. Und da muss ich mir auch noch überlegen, was will ich noch leisten? Was? Genau. Meine gehen nicht so lange. Nein, aber du solltest dir schon überlegen, dass du Livestream länger machst, aber dann nur bestimmte Sachen aus deinem Livestream mitnimmst. Dann machen wir so ein Sommerferien. Also meinetwegen kannst du auch 3-4 Stunden streamen, das ist ja alles kein Ding, ne? Ja, mal, ich wollte so Zeitplan machen in der Sommerferien. Noch. Ja, noch ein bisschen hin. Ja, noch habe ich erstmal. So, wir sind jetzt in St. Nikolaus gleich.
Und dann ist es nicht mehr weit. Ja. Du kannst im Grunde schon mal ein bisschen drauf achten, wie und wo. Oh, ich sehe schon die Bahn. Ich zoome mal näher ran. Auf wunderschöpfen, Mora. Ja, also ja, jetzt nicht, dass mit die anderen Leute denken, ich zoome mal ran. Ne, in Leistung würde das nicht gehen. Genau. Aber, wunderschöpfen, Mora. So meine ich das immer. Da sieht man das auch, wenn man jetzt ranzoomen würde. Ja. Da irgendwo ist unsere Wiese, wo wir drauf landen müssen. Da heißt, ich mach die Augen zu. Okay, mach das. Okay, und Leute, wir fliegen jetzt mal hier runter. Also, landen. Was? Jetzt schon? Nein! Ich bin noch nicht da. noch nicht. Gleich erst. Hör auf, mir Angst zu machen, du. Ja. Also jetzt versauen wir schlecht. Müssen wir das Ganze nochmal fliegen. Okay. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Soll ich gerade extra nochmal einen Looping machen? Ja, ja, Looping machen. Übrigens, Looping geht Jets irgendwie hiermit, wenn er nicht piept. Ne? Ja, wenn er nicht piepen würde. Was passiert nämlich, wenn er piept? Piep! Was passiert, wenn er piept? Steckt er mit der Schnauze im Haus drin. Genau. Ja. So, denk dran, die Landebahn ist auf 1000 Fuß, bis auf 2000 Fuß. Aber du musst halt aufpassen wegen den Häusern auf der anderen Seite. Rausnehmen. Ich weiß nicht, mach du. Wir fliegen erstmal rüber. Ich sag dir nichts genau, aber würde ich Außenperspektive gleich machen, da du dann einfach sehen kannst. Ne? Moment, ist das schon? Was? Wenn die jetzt so drauf zufliegt, bestimmt. Ist das diese da? Das weiß ich nicht, das müssen wir gleich. Ja, das ist die. Die ist genau dazwischen. Versuch sie jetzt schon zu landen. Ja. Sehen. Junge, bitte. Boah, wenn das direkt geht, ne? Komm, kriegst du hin. Ja, ist halt nur noch tiefer. Und da ist das Haus, genau. Ja, Haus. Böse. Haus. Wenn das jetzt einmal klingt. Alter, komm schon. Dann halt bremsen, ne? Brems! Ich drücke auf die Bremse! Alter. Ich drücke! Du siehst, ich drücke voll drauf! Das gibt's nicht, am Ende der Landebahn bleibt da stehen. Nein, es hat geklappt! Zum ersten Mal! Mega, beim ersten Mal! Jetzt macht das Ding da aus! Wie mache ich das jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwie. Hauptsache, der Propeller geht aus, weil wir es dann geschafft haben. Aha. Okay, Pilot, the guests are leaving the aircraft now. Ah, ja, ich hab's ausgemacht. Gut. Alter, wir haben es einfach beim ersten Mal geschafft. Irre, ja. Und jetzt, haben wir uns Zeit gespart. Und jetzt sehen wir hier oben nämlich das Geld gleich. Also noch haben wir 4.984 Euro jetzt. Es wird jetzt gleich um 11.000 Euro aufgestockt. Hoffentlich. Wenn es nicht wieder so ein Fehler war. Ja, ich glaube nicht. Also das ist jetzt schon gut. Wir hören auf jeden Fall den Sound. Glaube ich. Ja, der Sound ist da. Transporter. Ja! Geschafft! Good job. See you soon. Nice! Ich muss sagen, für heute erfolgreich gelaufen. Direkt beim ersten Mal. Direkt beim ersten Mal, also bis auf der Start war alles perfekt. Alles bis auf der Start. Und ohne über die Landebahn zu fliegen, muss man sagen. Ne? So, ja. Und dann kann ich natürlich sagen, dann kann man hier nämlich einen Job suchen. Und wir hätten jetzt hier in dem, was ich angegeben habe, Gewicht, maximale Person, maximale Distanz, minimale Distanz, vier Routen, wo man hätte jetzt fliegen können, ne? Aber wir werden dann beim nächsten Mal schauen und da geht es natürlich immer dann, wenn man das hier so sieht, ne, in die nächste Richtung, ne? Dann, wo man da hin möchte, dann geht es hier wieder, ja, Richtung Frankfurt. Hier geht es dann, genau, das müsste Belgien, ja doch Belgien noch, ja, genau, Belgien. Ilsa Belgien in Chalora, dort in der Nähe.
Und dann hätten wir hier nur Frachttransport momentan und der würde nach Worms gehen. Also da würden wir in die anderen Richtungen fliegen. Aber mal gucken, was dann beim nächsten Mal angeboten wird, wenn wir dann hier weiter starten. Ja. Oh, ich fasse es einfach nicht. Gut Zeit gespart. Genau. Also im Endeffekt würde ich jetzt sagen. Weil guck mal, hier ist ja die Ende der guck mal. Da sieht man auch die Spur. Genau, am Ende. Also, hier ist Ende im Gelände gewesen. Also wirklich alles ausgereizt an Landebahn, was da ist. Ne? Ja. Mega Landung, muss ich sagen. Und ich würde sagen, Leute, dann verabschieden wir uns jetzt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Und tschüss. Ciao, ciao.